Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. In der heutigen Folge wollen wir mal ein paar Nebenmissionen wieder mal machen. Die da wären verlorenes Glück. Da sind wir eh schon da. Sprich mit dem Brauereiarbeiter über die fehlenden Gehilfen. Da sind wir eh schon da. Dann schauen wir doch mal, was der zu erzählen hat. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Harkufs Assistent Nessa Moon brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Ja, unser Update ist auch schon bereit, aber das machen wir dann später. So, finde Nessa Moon. Schauen wir doch mal da hinten hin. Wow. Gibt es Neuigkeiten von Jeska? Und ich habe übrigens noch, das habt ihr nicht mitbekommen, aber ich habe mein Speer aufgelevelt. Der war ja vorher Stufe 13 und jetzt hat er Stufe 19. Jetzt müsste ich auch ein bisschen mehr Schaden an den Gegnern machen. So, schauen wir mal. Einen Gefangenen befreien wahrscheinlich wieder. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Okay, schauen wir mal, ob wir uns da anschleichen können. Gehen wir so ein bisschen langsamer an diesmal. Du darfst nicht hier sein. Töte alle Banditen, okay. Alles klar. Schauen wir gleich mal weiter. Gehen wir nicht gleich reinstürmen, sondern das langsam machen. Ist man einfach effizienter. Schauen, wo die Patt hingeht. Sind da eigentlich nur noch zwei, oder? Okay. Einer müsste noch da sein. Oh, der schaut zu mir rüber.
völlig durchgedreht! Alles klar. Schatz im Auge mit. Und dann wollen wir doch mal schauen. Hier habe ich irgendwo einen Tiger oder sowas gehört. Hyäne. Nehmen wir das gleich mit hier. Herstellung verfügbar. Alles klar, dann schauen wir doch mal, was verfügbar ist. Ah. Machen wir das gleich. Dann können wir eine... So, können wir hier noch was plündern? Hier wäre noch was. Okay, wenn wir den mal befreien hier. Bist du Nessa Moon? Bist du wohlauf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue. Das ist auch nicht schlecht. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung. Wenn du mir kein Bier bringst, töten wir dich. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Okay, sehr schön. So, schauen wir doch mal, wo die nächste Quest ist. Die nächste Quest wäre bloß... Ach, hier sind mehrere eigentlich in der Nähe. Dann nehmen wir doch gleich die hier. Rauch über dem Wasser. Finde Amosis in der Nähe des Hafens. Alles klar. So, in die andere Richtung. Pferdchen. Wow. Die haben wir schon. Wow. Ist weg. Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe, als jetzt... Egal, ich auf die Rippen. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetus Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sephetu erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetus Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir sie finden. Die Jeska. Tut dir was? Schauen wir mal. Ich glaube, der wird uns angreifen, oder? Ja.
Sehr schön. Hey, ja! Entfort, ihr verfluchten Flussschweine! Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Alter. Machen gut Schaden. Muss ich aufpassen. So. Wie nennt man dich? Bayek. Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Harkuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Wenn er gegen die komischen Liebpferder wieder kämpfen muss, ist alles gut. Muss ich jetzt fahren oder was? Nein. Ah, nee, okay. Woher kennst du Harkuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Harkuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Was? Wo denn? Die da hinten, oder was? Nein! Nein! Wenn du, Annen, Venis! Alter! Steh auf, Mensch! Muss ich mal was alleine machen? Folge Jeska zu ihm Dorf. Ja, steh doch mal auf, Mensch! Muss ich die erst killen, oder was? Meine Pfeile gibt's bestimmt zurück. Es gibt Ärger! Hey! Du kannst nicht fliehen! So, wo ist der andere? Da hinten. So, jetzt hoffe ich mal, dass die... Ah, ich bin wieder weitergerannt. Gut, Seewix. Neuer Ort entdeckt. Das ist eine Statue hier. Männer brennen alles nieder! Bleib hier!
Ich kümmere mich um sie. Hey, den Thron zu verraten war euer letzter Fehler. Hat man dich zu Eis gewartet? Weg damit! Zu den Waffen! Alarm! Ich hab das Ziel in Sicht! Der Hauptmensch. Ein einfacher Schuss. So. Töte die Plünderer. Ist noch hier einer, oder was? Hier muss irgendwo einer rumrennen. Schauen wir den auch kriegen. Hey, was? So, dann müsste hier noch einer sein. So, alles klar. Können wir den plündern? Schatz plündern. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Natürlich nicht. Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Bentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Ah! Ist auch schon ganz schön vernarbt im Gesicht, Wahnsinn. Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Oh. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu, dorthin zu... Jetzt warte mal, immer ruhig jetzt. Immer ruhig bleiben. Jetzt müssen wir mal schauen, was ich da für einen schönen Bogen bekommen habe. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Was haben wir hier bekommen? Können wir eigentlich auch mal zerstören, dann kriegen wir ein bisschen. Bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. Jetzt warte mal. Eigentlich schon, finde ich, gibt es hier noch einen Schatz oder so? Jetzt erstmal den Schatz, bevor ich den nehme. So, hier müsste aber noch einer sein.
oben, oder was? Nur einen Baum klettern. Okay, komme ich nicht hoch. Okay, muss ich es runterschießen. Okay, wie komme ich da ran? Komme ich nicht ran, aber wie komme ich denn da ran? Wie komme ich da oben ran? Nein! Ja, ist mir schon klar, dass... Alles klar. So, wo ist denn der? Na komm. Muss ich hin mit dem? 235 Meter. Können wir hier nicht unser Viertel rufen? Ne, geht nicht. Trage Bentu zum Bauernhof. Okay, dann tragen wir ihn mal. Hier sind schon wieder Wachen. Nicht schlapp machen, Bayek. Zieh! Ah, da säuft er mir. Mal schauen, ob ich hier rüberkomme. Okay, geht. So. Da ist er. Epi! Abana! Seid ihr da? Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und... Ich kann deine Leute nicht aus der Dua zurückholen, aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Okay. Jetzt haben wir gar keine neue Quest. Ist das hier vielleicht eine neue Quest? Du kannst nicht da drin bleiben! Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst! Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert! Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot! Er fürchtet Sefetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schlaus! Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Sefetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann. Aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir aber an der Stelle einen Cut und schauen uns dann die Quest in der nächsten Folge an, wenn ihr dann Lust habt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet. Also ein Abo, Like oder auch Kommentar. Alles sehr, sehr gerne gesehen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, schaltet ruhig wieder ein. Es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Folge. Hoffe ich mal. Gut, bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao, euer Andi.